Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu meiner Vorschau zu WWEs Extreme Rules. Ich wette, einige von euch würden gar nicht wissen, dass überhaupt ein Pay-Per-View ansteht, wenn ich dieses Video hier nicht machen würde. Denn sie haben den Pay-Per-View zwar in den Matches aufgebaut, die sie haben, aber wir haben nicht viele Matches. Und es fehlen große Titel wie der WWE-Titel. Denn es gibt zum jetzigen Zeitpunkt zumindest kein Match zwischen Big E und Bobby Lashley um den WWE-Titel, also kein Rückmatch. Es wurde auch nichts anderes aufgebaut. Also wird der vielleicht einfach nicht da sein oder werden wir vielleicht doch irgendwie wieder so ein zusammengeklatschtes Match mit New Day zusammen gegen irgendwen sehen? Keine Ahnung, komisch. Irgendwie hat die komplette Raw-Seite gepennt, denn auch RK-Bro haben kein Match. Es gibt kein Raw-Tag-Team-Titel-Match zum jetzigen Zeitpunkt. Drew McIntyre gegen Jinder Mahal wäre auch noch ein Match, was man bringen könnte, ist aber auch nicht bestätigt. Also von der Raw-Seite gibt's gar nichts. Naja, vielleicht ein bisschen. Es gibt nämlich das Raw Women's Titelmatch und zwar Charlotte gegen Alexa Bliss. Und das wird ziemlich nice. Denn nicht nur, dass hier der Aufbau sogar ganz ordentlich war, mit den Puppen, mit Lily und so weiter, ist das halt auch eine geile Matchpaarung. Alexa gegen Charlotte ist nice. Da kann man wirklich ein gutes Match draus basteln. Gerade mit diesem neuen durchgedrehten Alexa-Charakter, die ja nun wirklich auch ein bisschen Härte dabei hat, finde ich das echt cool. Also ich glaube, man könnte hier sogar theoretisch einen Titelwechsel einbauen. Klar hätten wir dann schon wieder sehr schnell hin und her Titelwechselerei, aber irgendwie muss Charlotte ja auf 16 Titelregentschaften kommen. Also muss man ihr eigentlich den Titel wieder abnehmen, damit sie den dann wiederkriegen kann. Und Alexa den Titel mit der jetzigen Version zu geben, fände ich jetzt nicht so scheiße. Ich würde den Titel zwar hier bei Charlotte lassen, also hier auch einen Sieg für Charlotte einbauen, aber einen anderen Ausgang würde ich jetzt auch nicht so schlimm finden. Dann haben wir das United States Championship Match. Hier haben wir Damian Priest gegen Sheamus und gegen Jeff Hardy. Und genau der letztere ist eigentlich ausschlaggebend, warum ich mich mehr auf das Match freue als sonst. Denn an sich hätten wir dann hier einfach nur wieder ein Rückmatch gesehen. Okay, aber jetzt ist Jeff Hardy mit dabei. Ich weiß, Jeff Hardy wird den Titel nicht gewinnen. Aber vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also nein, wird er natürlich nicht. Er wurde in letzter Zeit einfach super scheiße eingesetzt. Deswegen kann man sich eigentlich mal freuen, dass er hier irgendwie zu sehen ist. Das ist schon mal ein kleiner Lichtblick. Einen Titelwechsel sehe ich hier aber nicht. Gerade weil Damian Priest ja so übelst krass gehypt wird, sehe ich auch keinen Wechsel wieder zurück zu Sheamus. Hier wird Damian Priest einfach ordentlich gewinnen. Vielleicht sogar über Sheamus, um Jeff Hardy zu schützen. Was man machen könnte, aber ich glaube, so viel Wert legt man nicht auf Jeff Hardy. Und deswegen, vielleicht geht's auch so rum. Naja, Titelwechsel sehe ich auf jeden Fall hier auch nicht. Genauso wenig wie bei den Tag Team Titeln von SmackDown. Die Usos treten gegen die Street Profits an. Und ja, auch hier sehe ich keinen Titelwechsel. The Bloodline ist einfach aktuell so stark, es ist so cool präsentiert. Warum sollte man jetzt die Titel wechseln lassen? So lange sind die Usos jetzt auch noch nicht Tag Team Champions wieder. Von daher würde ich das auch alles so belassen, wie es ist. Obwohl die Street Profits natürlich cool sind, aber in der Konstellation no chance. Dann haben wir Liv Morgan gegen Carmella. Puh. Juhu. Nicht so, dass wir das Match und die Paarung schon tausendmal bei SmackDown gesehen haben. Aber jetzt bei einem Pay-Per-View. Und der Pay-Per-View heißt auch Extreme Rules. Da gibt es doch bestimmt ein Extreme Rules Match zwischen den beiden. Nö. Auch sonst gibt es eigentlich so gut wie keine extremen Regeln-Matches. Also es gibt eigentlich gar nichts, was das angeht. Klar, Roman Reigns und Finn Balor werden wahrscheinlich dann Extreme gehen. Aber das war's. Ist doch auch schon wieder voll scheiße. Das müsste eigentlich ein Video sein, warum Extreme Rules scheiße wird, oder? Und ganz ehrlich, Liv Morgan oder Carmella. Carmella verliert seit Jahren alle Matches, also von daher sollte sie damit auch weitermachen. Liv Morgan könnte man mit einem großen Sieg hier aufbauen, aber hier auch gegen Carmella ist es nun mal kein großer Sieg, wenn Carmella nur verliert. Also von daher, ja toll, Liv Morgan gewinnt, bringt ihr aber so gut wie gar nichts. Weiter geht's mit dem Women's SmackDown Titelmatch. Schön, dass 10% des Rosters 50% der Pay-Per-View Matches einnehmen. Das ist nämlich Gleichberechtigung. Und ja, wir haben hier Becky Lynch gegen Bianca Belair.
Ist an sich eine coole Paarung. Auch die Fehde, die sie ja aufgebaut haben in den letzten Wochen, wurde doch sehr persönlich. Becky Lynch hier als Heel hat man relativ gut hingekriegt. Klar, die Fans feiern sie noch, aber sie agiert als Heel und das ist eigentlich ganz okay. Von daher, ja, Titelwechsel sehe ich natürlich hier auch nicht. Warum sollte man den Titel zu Becky geben in so ein paar Sekunden und den gleich wieder abnehmen? Trotzdem, glaube ich, kann das hier auch wieder ein schönes Match werden und da kann man sich ja auch drauf freuen. Aber Becky Lynch wird das Ding verteidigen. Ja, und dann haben wir das Universal Titelmatch. Finn Balor als Demon gegen Roman Reigns in einem Extreme Rules Match. Denn zumindest ein Match müsste ja so sein, wie der Pay-Per-View heißt. Wäre nicht so schlecht. Also von daher, ja, geht das erstmal so fit. Ich freue mich natürlich, dass der Demon wieder da ist, weil das halt einfach ein geiler Charakter ist. Finn Balors ja, aggressivere Seite zu sehen, ist auf jeden Fall immer cool und Balor finde ich auch immer wieder super. Jetzt ist hier allerdings mal wieder ein kleines Problem. Roman Reigns darf nicht verlieren, denn Roman Reigns ist halt einfach der krasseste und The Bloodline zieht gerade gut zusammen. Roman Reigns hat die Fehde gegen Brock Lesnar und der darf den Titel nicht verlieren. Allerdings darf der Demon auch nicht verlieren, denn der Demon ist ja gerade die Persona, die Finn Balor rausholt, wenn es nun mal nicht nur mit Finn Balor reicht. Und das ist ja auch okay, das heißt, wir haben da noch den Status drüber. Aber der Demon darf dann nicht bei seinem endlich wieder Comeback auch verlieren, aber das muss er ja hier. Das ist halt auch alles schon wieder komplette Scheiße. Also man hat sich da hier wieder mal komplett in die Sackgasse gebucht. Und das ist sinnlos. Klar, das Match wird geil und ich bin übel gehypt. Den ganzen Pay-Per-View trägt bloß dieses Match. Es ist eigentlich traurig, dass man halt so wenig für den Rest gemacht hat. Aber das reicht. Es ist halt einfach wieder WWE. Die müssen nicht viel machen, um es zumindest ein bisschen gut zu machen. Aber ja, manchmal machen sie es noch nicht mal das bisschen. Aber naja, also Finn Balor hier zu sehen im Demon-Look finde ich auf jeden Fall super cool. Das reicht für mich eigentlich schon, den Pay-Per-View zu schauen. Und auch Roman Reigns dagegen zu setzen, das wird geil. Das wird geil. Klar, Reigns gewinnt, aber es wird geil. Also von daher, ich weiß nicht, wie man das Ganze lösen will, ohne den Demon komplett den Pin hier reinzuhauen. Wahrscheinlich schafft man es nicht. Es könnten Leute eingreifen, weil es ist ja Extreme Rules. Das heißt, er könnte natürlich gegen die Usos dann weiter agieren und dann könnten noch mehr Leute eingreifen. Weiß ich nicht, ist schwierig. Ebenfalls übrigens ein Match, was man noch auf die Karte setzen könnte, wäre Kevin Owens gegen Happy Corbin. Aber das ja wäre halt auch wieder aus der Smackdown-Richtung. Also generell komischer Pay-Per-View bis hierher. Ich weiß nicht, ob da noch Matches dazwischen kommen, aber eigenartig. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir einfach nochmal eine All Elite, All Out Wiederholung gucken würden, anstatt den Pay-Per-View. Aber wie gesagt, die Paarungen an sich sind ja gut. Es ist halt alles nur ein bisschen wenig. So. Schauen wir mal. Ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Ich glaube aber nicht, dass das hier so ein übelst krank geiler Pay-Per-View wird, von wegen, dass Finn Balor gewinnt und Roman Reigns ja dann trotzdem gegen Lesnar antreten könnte. Denn es muss ja nicht immer der Titel bei den Lesnar-Matches auf dem Spiel stehen. Das sage ich ja schon jedes Mal. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Schade. Naja, Freunde, soweit erstmal zu meiner Meinung zu Extreme Rules. Schreibt mir mal gerne deine in die Kommentare. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch die Glocke aktivieren und natürlich Abo dalassen und natürlich Kanalmitglied werden für weitere Reviews zu den Weekly Shows. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.